Hallo, ich bin Diana Mühlenkamp aus der Sickens-Technik und ich möchte euch heute zeigen, wie man rohe Holzstellen wieder farblich anpasst. Ihr kennt das alle, beispielsweise bei einem Wetterschenkel, der ziemlich runtergewittert ist, abgeplatzt ist, wo man dort dann wieder die rohen Holzzonen hat. Den schafft man nie wieder wirklich gleichmäßig mit ein, zwei Lasuranstrichen anzugleichen. Und ich zeige euch mal einen Trick, wie wir das mit unseren Produkten wunderbar machen können. Wir haben im Bestand eine Verbretterung x-mal gestrichen mit einer lösemittelhaltigen Lasur, in der Mitte ein rohes Brett, was ausgetauscht wurde. Und dieses Brett wollen wir jetzt farblich wieder angleichen. Dazu verwenden wir den Colorado, unser Farbtonmessgerät. Wir checken nochmal aus der 5051 Kollektion den richtigen Farbton, prüfen den nochmal, halten den an diesen Bestandsfarbton heran und sehen, dass dieser Farbton identisch ist. Diesen Farbton mischen wir uns jetzt mit dem Produkt BLX Pro an. BLX Pro ist unsere wasserverdünnbare Dünnschichtlasur. Hier wieder der Vorteil der sehr schnellen Trocknung. Deswegen verwenden wir diese Lasur als Grundbeschichtung. Die Lasur, je nachdem, wie der Untergrund aussieht, kann ein- bis zweimal gestrichen werden in sehr kurzer Zeit. Nach der Trocknung überarbeite ich die ausgebesserte Stelle mit der originalen Lasur. Nach diesem Arbeitsschritt können Glanzunterschiede entstehen und deshalb empfiehlt es sich, die gesamte Fläche noch einmal mit der originalen Lasur zu überarbeiten. Ihr habt es gesehen, Farbtonunterschiede müssen nicht sein. Ich denke, ich konnte euch gerade gut zeigen, wie man mit unseren Renovierungssystemen möglichst einfach und schnell einen Farbton wieder angleicht.